Hallo zusammen! Heute geht es darum, dass ich nicht unter einer Besatzungsmacht aufgewachsen bin und durch das nicht Russisch oder nicht Englisch gelernt haben musste. Aber dann kriege ich hier Anfragen, dass jemand einen Slim Tower sucht von einem Fritsch oder sowas. Ja, können die nicht Deutsch? Und was ist ein Slim Tower? Das sollte ein Slim Tower sein. Das ist für mich ein schmaler Kühlschrank, aber nicht ein Slim Tower. Könnt ihr mir beantworten, was Marketing auf Deutsch heißt? Da gibt es ein deutsches Wort und deutsche Sprache ist eine ehrliche Sprache. Marketing heißt zum Beispiel Absatzwirtschaft. Wie setze ich was ab? Hat nichts mit Werbung zu tun, gehört dazu. Warum habe ich jetzt nicht Russisch gelernt? Diejenigen, die hier zuschauen und im Osten, sprich neue Bundesländer oder für mich halt immer noch DDR, weil ich habe da mal gearbeitet in der DDR, die mussten alle Englisch lernen, Russisch lernen, weil die Besatzungsmacht damals war noch Russisch, die UdSSR. Und alle anderen Länder, wie zum Beispiel Bundesrepublik Deutschland oder Österreich, ist ja besetzt durch die Amerikaner. Beispielsweise sind da immer noch 200.000 amerikanische Soldaten in diesen Ländern stationiert. Auch Italien musste Englisch lernen, weil die haben ja 34 amerikanische Armeebasen. Also, die sind immer noch besetzt, weil der Krieg ist ja schon, der Zweite Weltkrieg ist ja schon lange zu Ende. Und alle Russisch-UdSSR-Staaten mussten halt Russisch lernen, weil wenn in der Pravda was geschrieben wurde, musste das auch einer in Berlin lesen können. Ja, und so ist das, dass man halt Englisch oder Russisch lernen musste. In der DDR, heute neue Bundesländer, lernt man ja jetzt Englisch, weil die Engländer, die Amerikaner sind ja jetzt auch in der Ex-DDR. Da, wo ich aufgewachsen bin, mussten wir die Landessprachen lernen. Französisch, es war ein Muss. Die in der DDR, sprich neue Bundesländer, Russisch lernen mussten, das war bei uns wie Französisch. Ist aber eine Landessprache. Ich spreche relativ gut Italienisch, ist auch eine Landessprache. Und ich verstehe Romansch. Aber leider verstehe ich kein Englisch und kein Russisch. Ich beherrsche die Sprachen der Schweiz. Gut, seit 1990, als der Golfkrieg war, da sind ja die Amerikaner von Ramstein über die Schweiz geflogen, also sie wollten, und haben eine Anfrage gestellt in der Schweiz, ob sie die Schweiz überfliegen dürften. Sie sind dann über Österreich geflogen, weil die Schweizer haben zurückgeschrieben, tut uns leid, wir können die Anfrage nicht beantworten, weil Englisch ist keine Amtssprache der Schweiz. Das wurde dann so aufgekocht, dass heute Englisch eine Teilsamtssprache der Schweiz ist. Das heißt, Schweizer dürften auch das in Englisch beantworten. Nur, ich kann ja kein Englisch. Also, was soll ich hier über ein Tower Slim reden? Ein schmaler Kühlschrank. Da verstehe ich, wenn ihr mich sowas fragt. Aber nicht irgendwelche komischen Fragen. Das ist ein neuer Kühlschrank, der kommt, aber das wollte ich jetzt nur sagen, dass ich kein Englisch verstehe, und wenn ihr mir E-Mails schreibt, schreibt doch bitteschön auch eure Anschrift unten hin. Meine findet ihr im Internet, das ist kein Thema. Ich bin bekannt wie ein bunter Hund. Mit meinem Namen sowieso, ich kenne drei Stück, die den gleichen haben. Peter Monhardt könnt ihr googeln. Ja. E-Mail schreiben, unten steht dann an meinem
iPhone gesendet oder steht das auf Englisch? Ach, bin ich nicht ganz sicher. Ja. Und dann, wenn ich irgendwann wieder so ein englisches Mail kriege, so ein quick-englisches Mail, deutsch-englisch, und ich gebe dann diese Wörter bei Google Translator ein oder so, und da kommt irgendein Scheiß drauf, dann denke ich mir, was soll ich mit dem E-Mail? Der kann ja nicht mal mit mir kommunizieren. Ja, das soll es gewesen sein. Über Englisch oder Russisch. Ich verlinke euch hier ein Video von mir, das letzte, was ich aufgeschalten habe. Und hier unten könnt ihr mir auch wieder mal ein Abo dalassen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.